großer Andrang im Festsaal des Saarbrücker Rathauses. Gestern löste Til Schweiger sein Versprechen ein und besuchte die saarländische Landeshauptstadt. Für die eifrigen Autogrammjäger nahm sich Schweiger eine Stunde Zeit, knipste fleißig Selfies mit seinen Fans und erfüllte jeden Autogrammwunsch. Wir trafen Oberbürgermeisterin Charlotte Britz. Wie ist das hier eigentlich zustande gekommen jetzt? Ja, indem ich ihm eine Einladung geschickt habe. Er hat ja gesagt, er würde Saarbrücken besuchen und ich habe ihm dann eine Einladung geschickt, weil er ja doch Max-Ophüls-Preisträger 1993 war, der beste Nachwuchsschauspieler. Und das war für mich ein Anlass, wenn er schon nach Saarbrücken kommt, fand ich das halt sehr schön, wenn er auch nochmal bei uns hier im Rathaus vorbeischaut. Besonders auch aus dem gegebenen Anlass mit der Verhandlung jetzt auch, es war ganz lustig. Wie hat er denn reagiert, als er hier war? Also es war jetzt spontan, nett, unkompliziert. Wir haben so ein bisschen über das Festival geredet, über die Stadt Saarbrücken und es war insgesamt ein unkompliziertes Gespräch.